Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute zeigen wir dir, wie du das perfekte Strandtuch nähst. Dieses coole Strandtuch aus Frottee-Stoff hat ein gemütliches Kissen integriert und zusätzlich einen Träger, damit du es verpacken und transportieren kannst. In diesem Projekt zeigen wir dir, wie du ganz easy Kanten einfassen und Druckknöpfe und Hohlnieten anbringen kannst. Wir verwenden einen Frottee-Stoff aus Baumwolle und einen bedruckten Baumwollstoff zum Einfassen für das Kissen. Zusätzlich benötigst du farblich passendes Nähgarn, Füllwatte, Gurtband, deine üblichen Nähutensilien sowie Druckknöpfe, Hohlnieten und das Vario Creative Tool von Prim. Schneide für das Strandtuch die Liegefläche aus Frottee und das Kissen sowie die Einfassstreifen aus dem Baumwollstoff zu. Zusätzlich benötigst du für den Tragegriff 1x90 cm und 2x65 cm lange Gurtbänder. Los geht es mit der Liegefläche des Strandtuchs. Bügele zunächst die Längskanten der Einfassstreifen beidseitig zur linken Seite um. Besonders schnell und einfach funktioniert das mit einem Schrägbandformer. Falte den vorgebügelten Streifen noch einmal auf und stecke ihn anschließend rechts auf links auf die Längskante des Strandtuches. Steppe das Einfassband genau in der Bügelkante fest. Sichere jeweils Nahtanfang und Ende mit Rückstichen. Lege das Band um die Kanten herum und stecke die eingeschlagene Kante über der Ansatznaht fest. Steppe den Einfassstreifen schmal ab, fasse die zwei Längskanten des Strandtuchs genauso ein. Fasse nun die untere Kante des Strandtuches ebenfalls mit einem vorgebügelten Streifen ein. Stecke das Band offenkantig rechts auf links an die untere Kante, die Zugaben stehen an den Seiten über. Steppe das Band fest. Falte das Einfassband an den Enden rechts auf rechts und steppe die Schmalseiten aufeinander. Wende das Band, bügle die Kanten und stecke die eingeschlagene Kante über der Ansatznaht fest. Jetzt kannst du das Einfassband schmal absteppen. Jetzt kommen wir schon zum Kissen. Lege das Kissen rechts auf die obere Kante des Strandtuchs. Die Zugaben stehen an den Seiten über. Stecke und steppe die oberen Kanten aufeinander. Bügel die Nahtzugaben und die Zugaben der anderen langen Kissenkante in das Kissen. Falte das Kissen rechts und stecke und steppe die Schmalseiten aufeinander. Wende das Kissen. Fülle das Kissen anschließend mit Füllwatte, bis du mit dem Volumen zufrieden bist. Stecke die eingeschlagene Kante über der Ansatznaht fest und steppe von außen in der Nahtrille, um die Kante festzusteppen. Um dein Strandtuch stylisch und sicher zu transportieren, fertigen wir noch einen Tragegriff an. Dafür verarbeiten wir zwei kürzere Gurte, die das Strandtuch später umfassen, und einen längeren Gurt, den du lässig über deiner Schulter tragen kannst. Damit du dein Strandtuch easy verpacken kannst, bringen wir Druckknöpfe an den kürzeren Gurten an. Falte zunächst die Enden des längeren Gurtes ca. 6 cm um. Setze das Lochwerkzeug in das Vario-Tool ein und stanze jeweils ein Loch. Setze anschließend das Hohlnietenwerkzeug ein und niete die Schlaufen jeweils mit einer Hohlniete fest. Falte die Enden der kurzen Gurtbänder ca. 3 cm breit um. Stanze mit dem Lochwerkzeug die Löcher. Achte beim Anbringen des Druckknopfes auf die richtige Stoffseite. Setze nun zunächst das Werkzeug für das Druckknopfoberteil ein und niete das Druckknopfoberteil ein. Setze dann das Werkzeug für das Druckknopfunterteil ein und befestige auch dieses. Jetzt musst du nur noch die Befestigungsgurte durch die Schlaufen fädeln. Und schon ist dein neues Strandtuch inklusive praktischem Tragegurt fertig. Wir bedanken uns bei unserem Partner Prim, hoffen, du hattest Spaß beim Nähen, Stanzen und Nieten und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.